Freunde, willkommen zum Vorfreude-Teil. Wir haben hier eine schöne Mischung für euch. Ich habe hier zwei Knallketten, also kannst du mal kurz zeigen. Ich habe hier zwei Knallketten von Nico für euch. Davon habe ich mehr als genug, deswegen wird in jedem Teil auch eine Knallkette dabei sein, also wundert euch nicht, auch wenn es vielleicht langweilig wird für den einen oder anderen. Wir haben in dem Teil jetzt hier auch noch drin die Sena Knetterton XXL. Dann haben wir die Sena 3 Stepper drin, wir haben Knisterteufel, den Mix mit Rot, Grün und Gold. Wir haben einen Cone of Crackling dabei, wir haben die Meteorschlag von Nico. Ja, wirklich schöne Böller für mich, wenn sie funktionieren natürlich. Wir haben die Crackling Beam dabei, wir haben von China Red 40 Gramm Raketen, das sind die Paketta. Wir haben einmal von Star Trade den Fallen Hero und wir haben zum Abschluss, zum Gründen, die Golden Storm von Meisterwerk, beziehungsweise, ich weiß gerade noch nicht welcher Hersteller, ich denke jetzt einfach mal Meisterwerk und dann ist gut. Also Freunde, ja, da würde ich sagen, gehen wir raus zur Zündung der Vorfreude-Tour und wenn es euch gefällt, ja, dann lasst doch bitte einfach mal ein Abo da, damit ich sehe, okay, wie es ankommt. Ein Like wäre auch ganz toll und ein Kommentar, was ihr von dieser Mischung, von dieser, ja, von diesen Artikeln haltet. Also Freunde, wer übrigens mich das ganze Jahr über verfolgt, sieht ganz genau, dass die Artikel auch einzeln hochgeladen werden. Also wundert euch nicht, alle Artikel, die ihr seht, werden auch natürlich einzeln hochgeladen. Also wer mal einen Artikel nachgucken möchte oder so, zum Beispiel die Golden Storm, kann einfach mal schnell reinschauen und seht, oh, den Artikel, der gefällt mir, den kaufe ich. Also Freunde, genug gelabert, das ist meine erste Einkaufstour, die ich überhaupt, Einkaufstour, ihr merkt, ich bin da noch nicht affin drin. Das ist meine erste Vorfreude-Tour, in dem Sinne, Video, wie auch immer man es betiteln möchte. Und deswegen ist mir natürlich eure Resonanz umso wichtiger. Also Freunde, wir gehen gleich mal raus und zünden diese ganzen Sachen hintereinander weg. So Freunde, willkommen zur nächsten oder zur ersten Vorfreude-Tour. Wir fangen schon mal an mit den Leuchtsachen, mit den Knallsachen. Es ist noch ein bisschen helle, dann haben wir noch ein bisschen Licht. Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir gleich mal los mit den, ja, Knettertonnen, würde ich sagen, was? Die knattern schön vor sich hin. Kommen wir mal in die Knettertonnen. Hört nicht auf. Ja, Freunde, also wenn ihr eure Nachbarn mal nerven wollt, ich würde mal sagen, ist genau das Perfekte dafür. ja, ich mag die Teile. So, wir machen gleich mal jetzt noch hier die Crackling Beam. So, schmeißen wir mal ein, was? Die Teile sind einfach zu krass. Das ist alles voll. Also wenn ihr die nächstes Jahr kriegt, kauft ihr euch unbedingt. Also, top. So, wir machen mal weiter. Wir haben hier noch die Meteorschlag. Das sind ja einer meiner Favoriten. Ja,
Also wenn ihr mal so seht, die Teile sehen so aus. So, dann denke ich mal, machen wir gleich mal weiter. So, da ist ein Hund. Oh. Warte mal kurz, machen wir gleich weiter. So, weiter geht's. Oh, der ist ausgegangen. So. Schöne Teile. So. Dann haben wir hier noch zwei von den Knallketten. Die werden wir auch gleich mal noch wegzünden. Die sehen übrigens so denn aus. So, ich sage, zünde ich einfach alle beide. Schauen wir mal rein hier. Dann haben wir noch die Szena 3 Stepper. Da machen wir, denke ich mal, auch noch drei Stück für euch. Ja, sehen so aus. Na komm, ihn machen wir. Du hättest vielleicht einmal einzeln machen sollen. Mach ich doch jetzt. Okay. Genau. Schönes Streifen, Gunther. Ich finde die nicht schlecht, Leute. So, dann haben wir noch Knisterteufel und ein Cone of Crackling. Wollte ich sagen, machen wir erstmal den Cone of Crackling, dann kann ich euch noch auf dem Stativ lassen. Und danach machen wir dann alles, was so in der Luft geht. Aber jetzt lass mal jetzt den wieder runter gucken. So, machen wir Cone of Crackling. So, wo sind wir denn am besten? Da vorne oder? Solange wir da hinten bleiben, ist das offen. Schlecht, aber leider sehr kurz, muss man sagen. So, machen wir kurz noch eine kleine Pause zwischendurch und dann baue ich noch die Knisterteufel auf und dann sehen wir uns gleich zur Zündung der Knisterteufel und der zwei Batterien. Also bis gleich. So, weiter geht's mit den. Achso, ich muss auch vom Stativ runternehmen. So. Weiter jetzt mit den Knisterteufeln. Zuerst Gold, dann Rubin, dann Smaragd. Die bezündet übrigens mit Elektro. Alter, der Goldene war sehr gut. Ich habe jetzt aufs Cracking geachtet, nicht auf den Goldenen, aber andersrum. So, jetzt kommt der Rubin. Einfach toll, die Teile. Oh. Am Boden ist das meiste Crackling. Und zum Schluss der Grüne, der Smaragd.
Also Freunde, ganz klar, mega Teile. Also wenn ihr sie bekommt, kauft sie euch einfach. So, wir machen mal einen kleinen Test. Ich habe jetzt mal das Mikro gewechselt, weil das ist außerdem auch eine neue Kamera. Und wir zünden jetzt schon mal eine Batterie in hell. Dann bin ich mal gespannt, wie die Kamera so drauf reagiert. Also ist gleichzeitig hier noch ein Test. Also wir haben hier die Fallen Hero. Ja, wir haben gerade, das ist unsere erste Batterie, also haben wir gerade nichts zum Sichern. Also hoffe ich mal, dass die nicht umkippt. Ja, falls sie umkippen will. So, kannst du dir den Bruder zünden? Mach ich, mach ich. So, Steve zündet mal, dass ich das hier so mal im Auge behalten kann. Kannst du ruhig machen. Also. Ja, also die Batterie im Hellen so an sich war eigentlich ganz gut, wenig Sterne, aber ich habe jetzt, denke ich mal, nicht viel gesehen. Die Kamera hat so ein paar Probleme, die muss ich jetzt nochmal einstellen, vor allen Dingen mit dem Fokus. Gut, dann war es das jetzt leider ein Test in eurer Vorfreude zu. Oh, es tut mir leid. So, jetzt haben wir nochmal einen Tree-Stepper, diesmal ohne, ohne externes Mikro, sondern mit dem internen, da bin ich mal gespannt. So, wir machen jetzt weiter mit der Vorfreude-Tour. Wir haben hier die Rakete 1 und damit starten wir. Wie gesagt, 40 Gramm. Oh, nicht schlecht. So, machen wir weiter mit der 2. Halleluja. Richtig fette Raketen. So, und die 3. Oh, schönes Blau. So, dann machen wir gleich weiter mit der Golden Storm. Die hole ich mal, die liegt hier noch. So. Willst du gucken, Golden Storm? Golden Storm. So, ich denke mal, dass noch dunkel genug sind für die. Also, fester Stand. Und lass jetzt. So Freunde, das war's von der ersten Vorfreude, ja, Tour, Video, nennt wie es wollt. Schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. I remember you.